Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen bei That's Me, der Nummer 1 für alle Männer draußen, wenn es um Mode und Lifestyle geht. Habe ich gesagt, für alle Männer draußen. Okay, heute zeige ich euch mal meine Top 5 Hosen für den September. Ich gliedere das einfach mal so ein bisschen auf, weil jetzt so Top 5 Hosen, bei mir ändert sich das mal total schnell, dass ich irgendwelche Sachen gut finde und nicht gut finde. Und das sind so, ich habe auch extrem viele Hosen, da hinten ist noch ein kleiner Teil, denn ich will hier die Kamera gar nicht hinschwenken, aber hier ist alles voller Klamotten, vielleicht mache ich zum Schluss nochmal. Und dann suche ich mir echt immer so ein paar Hosen raus, die ich dann so trage. Ja? Und heute zeige ich euch, ich kann gar nicht mehr sprechen, heute zeige ich euch einfach mal meine Top 5 Hosen, ja? Ich blende das auch mal wieder ein, ihr kennt das Spielchen, Try On und so, das übliche Beisetzen, mir gibt es keine halben Sachen, sondern ihr sollt davon profitieren, ihr sollt sehen, wie es aussieht, Informationen bekommen, euren Style bekommen, gemeinsam gehen wir den Weg. Fashion, Leute, auf geht's. Meine erste Hose, die ich euch zeige, ich habe sie, glaube ich, schon ziemlich oft gezeigt. Das ist auch die Hose, die mir im Bus zerrissen ist. Wenn ihr das Video nicht kennt, schaut mal in der Beschreibung nach unten. Sorry, dass ich ein bisschen schwitze. Ich muss leider eine Mütze tragen, weil meine Haare so scheiße sind. Okay, und zwar ist diese Hose hier, die ich aus London habe von Topman. Und die wurde richtig gut genäht. Schaut mal. Vielen, vielen Dank an die netten Damen und Herren in Charlottenburg habe ich das machen lassen. Ist richtig gut geworden. Sieht sogar hier unten, haben sie es auch nochmal genäht. Sogar besser als vorher. Schaut mal, richtig cool. Vielen, vielen Dank nochmal. Okay. Die Hose hat, glaube ich, 60 Euro gekostet. Habe ich 2011 in London geholt, 2012. Mega lange her. Aber das ist definitiv einer meiner absoluten Lieblingshose. Die ist richtig cool. Denn als zweites ist diese Hose hier von der Firma Diesel. Ich muss selber drauf gucken. Ich hoffe, man kann das ganz gut sehen, dass sie so ein bisschen, ja, hier sieht man, glaube ich, auch ganz gut. Die ist so ein bisschen gestreift, die ist heller, so ein bisschen feiner. Dazu kombiniere, also die kombiniere ich eigentlich eher so, wenn ich ein bisschen ein etwas schickeres Outfit anziehe. Mag ich aber auch ganz gerne. Die ist nicht ganz so eng und sitzt nicht ganz so extrem röhrig. Dann kommen wir zu einer Hose, die ich bei H&M gekauft habe. Achso, die Diesel habe ich bei Diesel gekauft. Ja, brauche ich gar nicht weiter erwähnen. Dann eine Hose, die ich bei H&M gekauft habe. Das ist diese hier. Die habe ich damals da im Sale bekommen. Die war bei 19 Euro. Hier ist es auch ganz angenehm, dass sie so stretchig ist, dass man die ganz gut tragen kann. Und dann von der Farbe her dieses Batikrot finde ich auch ganz gut. Das ist so eine Hose, die ich eigentlich fast immer mit Lederjacken kombiniere. Ich finde das perfekt. Dann als nächstes eine Hose von Zara, die ich einem sehr guten Freund von mir abgezogen habe damals. Wir haben Tausch gemacht. Kennt ihr sicherlich auch, ne? Schreibt es in die Kommentare. Tauscht ihr auch manchmal mit euren Kollegen irgendwelche Klamotten? Ich habe echt das Glück, dass viele dieselbe Größe haben, zumindest an den Beinen, wie ich. Und da ist diese Hose hier. Die ist nämlich von, oder ist die auch von H&M? Die ist auch von H&M, oh Gott. Ja, die ist auch von H&M, aber so ein bisschen orange-mäßig, so sehr verwaschen, wobei sie vorher beim Original nicht so aussah. Ich habe sie auch richtig verwaschen, muss ich ehrlich sagen. Die ist extrem skinny. Ich habe es in dem Video schon mal erwähnt, skinny ist eigentlich out, aber ich habe davon noch so viele Hosen und ich kann mich irgendwie davon noch nicht trennen und mir gefällt der Style auch immer noch. Ich habe es ja erzählt, dass ich nicht so einer bin, der... Digi, kannst du mal Ruhe sein, wenn ich drehe? Spaß. Mein Mitbewohner ist gerade hier neu eingezogen in der WG und so. Der ist gerade dabei, es umzuräumen. Also wenn es jetzt im Hintergrund noch ein bisschen hier Geräusche sind oder so, ne, dann ist er das. Die Tonstörung sei mir verziehen. So, dann kommen wir zur letzten Hose, auch von H&M. Also ihr seht schon, ich kaufe super viele Hosen bei H&M. Ne? Also für mich ist H&M und Zara echt fast Platz 1, was Hosen angeht, weil da einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis. Es gibt halt echt Hosen, die so mega teuer sind, aber ihr kennt es selber, man muss sparen, man hat nicht immer die dicke Kohle hier für irgendwelche mega teuren Jeans. Und dann, gibt es das Mehrzahl von Jeans? Naja, egal, kommen wir zur letzten, und zwar ist das diese hier, mit so Applikationen drauf. Da erzähle ich auch nochmal eine Geschichte, ne? Der Marc, immer mit seinen Stories. Früher als kleines Kind fand ich das ja mega cool, auch wenn irgendwelche Flicken auf meinen Hosen waren, ja? Meine Hosen wurden natürlich aber nur geflickt, wenn auch was kaputt war. Was hat Klein Marc gemacht? Sich die ganze Zeit irgendwelche Löcher reingerissen, zu seiner Mutter gegangen, Mama, schon wieder ein Loch. Sie so, hä? Nach dem fünften Loch meinte sie wirklich, willst du mich verarschen, du kleiner Pisser. Und egal, ich hatte nichtsdestotrotz mit den ganzen Hosen voller Flicken. Sie meinte irgendwann so, hä, sag mir das doch, dann mache ich dir so Flicken drauf. Keine Ahnung, was da bei mir los war. Schon damals war ich nicht der Hellste. Aber egal. Naja, auf jeden Fall finde ich das eigentlich ganz cool hier mit diesen ganzen Stickern drauf. Die Hose ist ganz cool, ist leider auch ein bisschen zu eng. Leider gab es die damals nicht mehr in einer anderen Größe, wobei das schon eine 36er ist. Aber egal, ich habe sie dann einfach geholt. Vielleicht kennt ihr das auch, ne? Wenn die richtige Größe nicht vorhanden ist, dann verzichtet man meistens auf den Tragekomfort, kauft sich das, was da ist. Ja, jetzt habt ihr mal so ein bisschen gesehen, das sind so meine Top 5 Hosen, die ich definitiv im September tragen werde. Habt ihr mal ein paar Informationen bekommen. Wie gesagt, Leute, folgt mir auf Snapchat, Instagram, Facebook,
Okay, das reicht jetzt auch. Postet eure Bilder, zeigt mir eure Outfits, zeigt mir eure Lieblingshosen. Immer gerne, wir sind eine Community. Ich schaue mir so, so gerne eure Styles auch an. Lasst mich inspirieren, das wisst ihr ja. Setzt mich, das ist euer Kanal für Mode und Lifestyle. Bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, abonnieren. Achso, ja, 4000 Abonnenten. Ich weiß gar nicht, wenn das Video kommt, ob ich schon 4000 Abonnenten habe oder nicht. Aber schreibt doch mal in die Kommentare. Ihr dürft euch was wünschen, weil wegen euch habe ich jetzt 4000 Abonnenten. Ihr seid auf jeden Fall der Grund, warum ich das Ganze hier mache. Und das heißt, ihr könnt euch, also ich mache ein 4000 Abonnenten-Spezial, Special, und schreibt in die Kommentare, was ihr sehen wollt, okay? Also ich mache das für euch und ihr habt jetzt die Möglichkeit, einfach reinzuschreiben, was auch immer ihr von mir sehen wollt. Es sei denn jetzt, ihr sagt, film mich mal beim Geschlechtsverkehr oder so, dann wird das ein bisschen schwierig werden. Alles andere, denke ich, werden wir sicherlich hinbekommen. Also schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich drauf. 4000 Abonnenten erstmal auch schon. Danke oder nicht? Danke. Ja, bestimmt haben wir die schon geknackt, wenn das Video jetzt online ist. Aber danke an euch nochmal. Aber dann gibt es nochmal ein spezielles 4000 Abo-Special. Bis demnächst. Mein Name ist Magagas. Peace out.